So, heute haben wir bei Kurz vorgestellt Dodelido aus dem Haus Drei Magier. Das ist ein Spiel für 2 bis 6 Spieler. Ihr solltet 8 Jahre alt sein und ungefähr 10 bis 20 Minuten einplanen. Am Anfang des Spiels werden alle Karten gut gemischt und gleichmäßig auf die Mitspieler aufgeteilt. Dann sind die Spieler reihum dran. Jeder muss eine Karte ablegen, sodass wir insgesamt 3 Ablagestapel in der Mitte liegen haben. Dabei muss man beim Auslegen der Karte darauf achten, welches die dominierende Eigenschaft der Karten in der Mitte ist. Es kann zum Beispiel eine Farbe sein oder auch ein Tier. Wenn jedoch keine dominierende Eigenschaft vorhanden ist, sagt man stattdessen Dodelidu. Viel Platz braucht ihr nicht, ihr habt ja nur die 3 Ablagestapel in der Mitte. Solltet ihr die Karten abräumen müssen, kommen die Karten wieder auf die Hand. Das Spiel kostet um die 10 Euro und ist mal ganz nett für zwischendurch. Da man bei dem Spiel höllisch aufpassen muss, kann es auch ganz schnell ganz witzig werden.